Von der Firma Fasco haben wir diese Box zugeschickt bekommen. Und was in dieser Box drinnen steckt, das zeige ich euch nach dem Intro. Von der Firma Fasco haben wir dieses Gerät zugeschickt bekommen. Und wenn man die Box öffnet, dann ist da erst einmal eine Beschreibung. Dann ist hier drinnen ein Ladekabel und ein Adapter für 230 Volt. Dann dazu eine Schutzhülle, ein kleiner Bändel zum besser in die Hand nehmen. Und vor allen Dingen dieses kleine Gerät, was sehr nützlich und hilfreich ist und was ich euch kurz vorstellen möchte. Das ist nämlich ein Sprachübersetzer für weit über 70 Sprachen. Teilweise in Schrift oder in über 70 Sprachen in Schrift und teilweise auch in Wort und in Schrift. Das heißt, ist auch als Sprachausgabe vorhanden. Es hat mehrere Funktionen. Erstmal muss ich noch dazu sagen, es ist eine SIM-Karte eingebaut, denn es muss ja öfters mal auch was nachgeschlagen werden. Also alle Wörter sind ja nicht abgespeichert, beziehungsweise wird es irgendwie online verarbeitet, vor allen Dingen Text. Und deswegen ist eine SIM-Karte eingebaut. Durch die eingebaute SIM-Karte entstehen euch in über 200 Ländern keine Kosten. Und in anderen Ländern funktioniert sie halt nicht, aber über 200 Länder funktioniert sie, die SIM-Karte, ohne dass Kosten entstehen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, eure eigene SIM-Karte reinzustecken. Welchen Vorteil das hat, das weiß ich nicht. Man kann das Gerät auch ans WLAN anschließen, was aber nur für Aktualisierungen erforderlich ist, denn das Gerät erhält einen Update-Service und wenn man eine Sprachschule durchführen will, die man mit dem Gerät auch machen kann, dann muss man es auch ans WLAN anschließen. Das ist alles die Nebensache. Ganz kurz noch, was man noch machen kann. Man kann Telefongespräche übersetzen, also direkt ans Telefon hinhalten, dann übersetzt es. Man kann eine Multi-Talk machen, das heißt in einer Konferenz kann man die Geräte miteinander verkoppeln, also mehrere Teilnehmer, mehrere Geräte. Und dann kann jeder in seiner Sprache sprechen und das Gerät übersetzt es dann jeweils. Alles für uns als Wohnmobilisten nicht so wichtig. Wichtiger ist für uns wahrscheinlich der Vorderübersetzer und der Übersetzer. Zum Übersetzer möchte ich euch mal demonstrieren, wie das geht. Man gibt hier eine Sprache ein. Ich gebe jetzt mal einfach Englisch ein. Wir wollten ja das Gerät in Belgien ausprobieren, Französisch. Aber wie ihr den Video, das verlinke ich mal, entnehmen könnt, ist da leider was da schief gegangen. Das Gerät wird uns aber in der weiteren Reise begleiten und dann werden wir es im Ausland auch noch demonstrieren. Jetzt hier einfach mal die Demonstrationszwecke, damit ihr seht, was es mit dem Gerät auf sich hat. Ich gebe ein. Können Sie mir sagen, wo hier ein Wohnmobilstellplatz ist? Selbst wenn ich mir jetzt ein bisschen obwohl ich mich jetzt ein bisschen versprochen habe, hat er das einwandfrei übersetzt, wie ihr gehört habt. Ja? Und auch in der Anzeige müsste man das erkennen können. Man kann auch zum Beispiel eine Speisekarte sich übersetzen lassen. Das funktioniert wunderbar. Man gibt einfach, man geht auf Vorderübersetzer, Vorderübersetzen in Deutsch. Wir haben jetzt hier nichts Ausländisches da, weil wir uns ja in Deutschland befinden. Wir haben aber noch so eine alte Probepackung von diesen Chemie-Toilettenzusatz gefunden. Und da lassen wir uns, der ist in Englisch und das lassen wir uns jetzt mal übersetzen. Da steht for a fresh and easy to empty waste holding tank. So, und was heißt das jetzt? Dann übersetzen wir es einmal. So, er übersetzt. Da hat er es übersetzt. Er überschreibt es jetzt, weil man das so nicht lesen kann. Deswegen drückt man da einfach einmal drauf
und da steht dann das Ergebnis in Englisch und in Deutsch da. Ich hoffe, das kann man sehen, ansonsten tue ich es nochmal abfotografieren. Für einen frischen und leicht zu entleerenden Fäkaliendank. Und dann wollen wir es einmal ein bisschen schwieriger machen. Da hinten haben wir nämlich noch mehr Text stehen. Und da suchen wir uns mal ein anderes Foto raus. Das ist also der Text, den ich Ihnen lesen habe lassen. So sieht es dann hier am Fotoübersetzer aus. Macht natürlich mehr Spaß, eine Speisekarte übersetzen zu lassen als ein Toilettenzusatz. Aber wir wollen ja hier nur das Gerät demonstrieren. Hier sieht man wieder, er hat es fotografiert. Hat das Ganze überschrieben mit dem englischen Text und dann kann man einmal draufklicken, dann kriegt man hier den englischen Text, wie er ihn gelesen hat und dann scrollt man nach oben und dann ist der Text auf Deutsch übersetzt. Ja, was ist der Unterschied zwischen diesem Gerät und meinem Handy, denn es gibt ja hier auch den Google oder den Microsoft Übersetzer. Der Unterschied ist je nach Sicht sehr gravierend, würde ich sagen. Erstens ist es wesentlich einfacher zu bedienen. Man hat es in der Hosentasche, ein gutes Handy hat man auch immer dabei. Aber der Fotoübersetzer, der funktioniert hier wesentlich einfacher als der von Google. Und vor allen Dingen, wir haben den hier von Google oder von Microsoft, das weiß ich jetzt gar nicht genau, den wir verwendet haben, den haben wir mal ausprobiert in Holland und da hat er nicht befriedigend funktioniert, was ich jetzt mit dem gesehen habe, dass der sehr gut funktioniert. Wie gesagt, eine Speisekarte haben wir leider noch nicht zu Gesicht bekommen, aber wir werden das, so wie wir es schaffen, das nächste Mal ins Ausland zu fahren, werden wir das ausprobieren und dann werden wir euch das innerhalb eines Videos noch demonstrieren. Probiert haben wir ausführlich. Ich bin auf jeden Fall, muss ich sagen, bin von dem Gerät begeistert und wir nutzen das gerne weiter. Wir verlinken dieses Gerät unten in der Infobox. Da könnt ihr dann euch nochmal genau informieren bei der Firma Fasco und ihr könnt es dort direkt beziehen und ansonsten stellen wir es auch noch bei Amazon, verlinken wir es auch noch zu Amazon. Da könnt ihr das auch beziehen. Aber ich würde sagen, das war jetzt nur ein kleines Vorstellungsvideo, ein kleiner anschaulicher Praxistest. Und wenn ihr näher interessiert dran seid, dann macht euch einfach kundig. Weit über 70 Sprachen mit eingebauter SIM-Karte, ohne weitere Kosten sozusagen. Und wir sind der Meinung, das funktioniert wunderbar. Also zumindest in den europäischen Sprachen, die wir ja als Camper hauptsächlich anfahren. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann meldet euch, so wie ich das beantworten kann, mache ich das sehr gerne. Ansonsten steht auch die Firma Fasco für Rückfragen und für Detailfragen zur Verfügung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr euch so ein Gerät zulegt, würde mich mal interessieren, wie ihr damit zufrieden seid und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Solche Rückmeldungen habe ich immer ganz gerne, damit ich weiß, ob sowas ankommt oder nicht ankommt. Das war die Vorstellung des Übersetzers. That was the translator's idea. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. I hope the video was interesting for you. Wenn ihr Fragen habt, die beantworte ich gerne. If you have any questions, I will be happy to answer them.
Oder ihr stellt sie der Firma, die das Gerät vertreibt. Or you provide them to the company that sells the device. So einfach ist es. Und jetzt wünsche ich euch viel Interesse an dem Ganzen und wenn ihr es euch kauft, dann viel Erfolg damit im Ausland. Wir fahren auch noch ins Ausland und ich hoffe auch noch dieses Jahr und dann werden wir euch das Ergebnis vorstellen, wenn wir endlich mal Speisekarte in ausländisch vor uns liegen haben. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen hoch und ja, jetzt kommen noch ein paar Impressionen dazu und damit ist es erledigt.